kloppt jetzt irgendwo anders. Na, mal gucken, die kommt schon noch wieder. Ja, prima. Auch kein Platz für. Hoffen wir mal, dass es hier drin wärmer ist. Nanu, hier ist ein Pfeil drin. Reicht doch noch gar nicht. Gleich anrufen. Na gut. So, what do you... Well, that didn't take long. Tada! Ich hätte da noch was zu verkaufen, so ganz spontan. So ein paar Krimskrams-Sachen. Nimmst du ja sicherlich an. Erstmal brauche ich das nämlich nicht. Sieht doch schon mal übersichtlich aus. You should stock up on medical supplies. There's ich kann ja mal apocalypse out there. You looking to earn some dukes? Motel 8. Like okay. If you finish two more jobs this week, I will give you employee of the month. Ich würde das so gern alles looten. Darf ich nicht. Find ich richtig doof. Ja, also Wasser wäre tatsächlich gar nicht so das Problem. Bist du jetzt endlich hinüber? Das war aber eine schwere Geburt. Nein, nur 10. Sowas wohnt ja gar nicht. Na egal. So, hier war noch was. Das kann ich noch mitnehmen. Und dann war es das auch. Die hat sich ja eine ganze Truppe versammelt. Zur Begrüßung. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Und mein Haustier hat mich auch begleitet, den ganzen Weg. So. Wo ist mein Fahrrad? Ach ja, das habe ich ja mit. Eine Sache wollte ich noch mal gucken, wenn ich schon mal hier bin. Okay, die Zombies sind ja auf jeden Fall widerstandsfähiger. Der hält einiges aus. Und ich habe Hunger. Ich glaube, ich muss mal hier in den Diner. Ich brauche was zu futtern. Giftshop. Oh, gibt's da Geschenke? Habe ich denn noch was zu futtern mit? Tatsächlich so gar nicht. Doch. Ha! Auf geht's. Volle Breitseite. So, das Wasser dafür habe ich. Natürlich ist das verschlossen. Ah. Gibt's hier auch mal sowas, was funktioniert? Robotik und... Papier. Auch verschlossen. Wir machen uns halt hier ein bisschen... Schaffen uns hier halt Luft.
Oh. Gleich wieder so ein Dicker hier. So. Ein Kochtopf. Jawohl. Prima. Wie komme ich denn da rein? Auf jeden Fall nicht durch die Küche. Hier hinten vielleicht. Hallo. Ach, guck. Wahrscheinlich hätte ich den Hintereingang nehmen sollen. Oh, meine Rettung. Ein Kochtopf. Oh. Und wieder voll. Hm. Perfekt. Wenn ich jetzt noch was zu futtern finde. Oh, ein Grill auch noch. Jackpot, Leute. Jackpot. Jetzt kann mir hier ja nichts mehr passieren. Verschlossen, na guck. Mais. Was kann ich denn hier jetzt noch entbehren? War doch eigentlich ziemlich erfolgreich, würde ich mal sagen. Der Gang hierhin hat sich in jedem Fall gelohnt. Kann ich nicht anders sagen. Oh, guck. Na, das war bestimmt nicht der einzige. Ach, der ist das. Wusste ich doch. Oh, und gleich noch ein Feral. Du bist aber auch nicht einer hier, ne? Okay, der will nur von draußen rein. Den lassen wir mal da draußen. Ey, warme Kleidung wäre jetzt echt ganz cool. Gut, was zu essen nehme ich natürlich auch. Sage ich auch nicht, nein. Oh, echt jetzt? Erhalte nachts mehr EP. Okay. So, jetzt habe ich ein wirkliches Problem. Jetzt muss ich hier rigoros aussondieren, was ich nicht brauche. Immer noch so ein Ding. Der kann damit rein. Die nehmen wir auch noch mit und schon wieder habe ich keinen Platz. Oh, meine Rettung. Kulomat. Also, das Gebäude hat sich ja mal mehr wie gelohnt. Und ich glaube nämlich, dass man hier einen größeren Beutebonus hat. Beutestadium 83. Naja. Gefühlt haben die Zombies auch irgendwie mehr drauf. Oh, was haben wir hier? Sammelwerkzeug. Hallo. Klamotten. Aha. Und das Fahrrad lassen wir jetzt mal draußen. Das ersetzen wir durch das da. Hallo. Kann ich hier eigentlich was mitmachen? Nö. Weißt du, was ich dann mache? Hart, aber es muss sein. Oh, nochmal dick. Irgendwie ist das ja ein bisschen skurril, dass hier so gar keiner ist.
Bier. Oh, perfekt. Hitzewiderstand. Hier sind auf jeden Fall mehr Zombies, habe ich das Gefühl. Ich brauche Platz. Ja, ich komme ja schon. Vorher lässt du mich ja hier nicht in Ruhe. Noch einer? Ja, komm. Man kommt da hier überhaupt nicht zum Looten? Ich muss mir doch hier erstmal vernünftige Klamotten anziehen. Hä? War doch gerade hier drin und hab das alles leer gemacht. Wahrscheinlich, weil ich kurz das Haus verlassen habe, fing er hier wieder an. T-Shirt verändern. Zack. Tschüss, T-Shirt. Der ist schon vor allen Dingen schwarz. Das ist ja auch krass. Ändern. Und dann tragen wir den so. Den zerlegen wir. Und schon haben wir das alles untergebracht. Und mir ist ein Ticken wärmer. Kältewiderstand 5,6. Kälte. Oh, nö, das ist schon okay. Und hier haben wir nochmal Kältewiderstand 13,2. Der ist ja gar nicht so gut. Ändern. Jetzt haben wir das, was ich da haben wollte. Hab zu essen, zu trinken. Die lassen wir mal schön zu. Und eigentlich sollte ich hier zusehen, dass ich hier wieder schleunigst nach Hause komme. Wow! Kein gutes Ding. Ah! Jetzt knallt die mir von hinten nur ein. So, Feierabend jetzt hier. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jawohl. Eigentlich wäre... Ah, hier hinten ist noch eine Kiste. Die speichern wir mal. Ich glaube, irgendwo war noch eine Kiste. Ja, ist doch okay. Das heißt, wahrscheinlich müsste ich diesen Weg hier gerade runter. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal zusehen, dass ich hier wieder nach Hause komme. Weil das ist kein Ort, um hier zu übernachten. Aber wiederum kann ich hier ja... vielleicht so eine Mini-Base errichten. Dass ich zumindest Kochtopf mit meinem ganzen Kram. Habe, weil dann muss ich den nicht nochmal beim nächsten Mal alles mitnehmen, wenn ich das schon mal hier habe. Und wir werden perspektivisch sehr wahrscheinlich auf jeden Fall hier nochmal was bauen. Also, dann bauen wir mal ein Lagerfeuer. Stein müsste ich ja haben. Ist jetzt auch nicht das Thema.
Und dann packen wir hier das einmal rein und ein bisschen Zunder. Und dann könnten wir hier sogar noch gucken auf die Zeit, es ist 19 Uhr. Könnte es auch sein lassen, aber ich hatte zumindest Wasser da. Und Verbandszeug. Noch irgendwas? Soll reichen. Dann markieren wir uns das hier. Was habe ich für Base? Das Base 3 ist das ja dann. Jetzt aber ab nach Hause. Dich nehmen wir noch mit. Wir kommen wieder. Glaub mal. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung unterwegs, ja. Nee, da muss ich hin. Immer in die Nähe meines Häuschens. Muss echt aufpassen, dass ich hier keine ollen Viecher da habe. Dass ich immer genug Ausdauer habe, wobei es immer noch kalt ist, aber gut. Ich muss langsamer fahren. Habe ich nicht noch Kaffee? Nee, hätte ich mal machen sollen. Immerhin habe ich die Straße vor der Nase. Und dann wird es vielleicht mal Zeit für ein paar coole Waffen. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere bauen. Gut, der Pullover hat auf jeden Fall was gebracht, weil ich bin jetzt nicht mehr dem Erfrieren nahe und ich verliere jetzt entsprechend auch nicht mehr ganz so viel Essen und Trinken. Das passt schon mal ganz gut. Wenn ich jetzt noch ein paar lootbare Autos hätte, das wäre natürlich Jackpot. Auf dem Weg hierher, so wie hier zum Beispiel. Also immer weiterfahren. Immer weiter geradeaus. Mein Hühnchen begleitet mich auch. Oh, ich will mein Motorrad haben. Dieses Gekrieche hier, ey. Na, schaffe ich den Berg noch? Oh, echt jetzt? Meine Güte. Ist auch mehr Stuss in den Autos drin. Ja, ja, mir ist kalt. Guck mal, mir ist gleich nicht mehr kalt. Lustig, wer es gleich kommt. Mir ist warm. Ja, also war doch durchaus mal ein Erlebnis. Da ist die große Hauptstraße, endlich. Da hinten scheint es auf jeden Fall auch noch mal wohin zu gehen. Aber wir gehen nach Hause. 21 Uhr wird Zeit. Oh süß, hier war ich auch noch nicht. Oh Mann, ey, diese Ausdauer. Hat das Auto schon gelootet? Nee, oder ist es wieder nachgelootet? Will hier wer was von mir? Zwei Autos. Sollte ich etwa Glück haben? Tatsache. Mal gucken, was mich Spannendes erwartet. Na komm, du willst es doch unbedingt. Das kann ich zerlegen. Ist da noch irgendwo eine Trulla? Ich habe keine Zeit. Ich muss fix zum Trader, in der Hoffnung, dass ich noch die Quest, die neue, annehmen kann. Wobei ich schon fast meine, dass das ziemlich eng wird. Radel, Trampel, schneller, schneller. Gib Gummi. Boah. Komm, ist kaum, gar nicht mehr so weit. Schaffe ich noch. Schaffe ich noch? Habe ich nicht mehr. Ich glaube, drei Viertel schmeißt er nicht raus. Ja, zieh. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Oh. Was haben wir denn abholen? Ups. What? Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Nicht dein Ernst. Es ist mitten in der Nacht und du teleportierst mich hierhin? Ja, dann kann ich ja genauso gut sterben. Okay, das wird lustig. Schade, bisher hatte ich noch keinen Tod auf meinem Konto. Wäre auch schön gewesen, wenn es so geblieben wäre. Zumal ich überladen bin und mein Fahrrad habe ich nicht mit dabei. Toll. Schlimmer kann es ja gar nicht mehr kommen. Auf geht's, würde ich mal sagen, ne? Dumm-di-dumm. Wie ist denn hier der Beutemodus? Also man hat gesehen, 83 ist schon nochmal eine andere Hausnummer. So, jetzt wäre es natürlich gut, möglichst keine starken Feuerwaffen zu nutzen, weil mache ich ja nur auf mich aufmerksam. Das will ja keiner. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein sicheres Plätzchen. Jetzt nicht unbedingt die Militärbase. Oh, das ist Wüste, ich glaube das nicht. Wollt doch jetzt nicht echt, dass ich hier in die Wüste gehe. Und da ist Wasser. Ich muss schwimmen. Echt jetzt? Sehr gemein. Doofes Spiel. Jetzt kommt mir noch eine Schlange an, oder was? Geh weg. Leg dich nicht mit mir an, Freundchen. Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich wohl mal schwimmen, ne? Ich bin nass. Na Mensch. Also das hatte ich auch noch nicht. Da wartet der nächste Zombie auf mich. Da habe ich keine Lust hinzugehen. Da wartet dann auch nur ein Geier auf mich. Bitte über Wasser bleiben. Schwimmen ist doof. Das dauert lange und man kommt hier nicht so richtig vorwärts. Natürlich habe ich Schwimmen nicht geskillt. Warum auch? Naja, Mensch, es ist 23.18 Uhr und ich lebe immerhin noch. Ist ja auch schon mal ein Vorteil, nicht? Da ist der nächste Zombie. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch Vogelnester mitnehmen. Es sind ja nur 2 Kilometer bis nach Hause. Ja, so kann man seine Nacht auch verbringen. Nicht zu Hause, nein, machen wir einfach mal eine Nachtwanderung. Hoffentlich begegnen wir jetzt keinen Wölfen oder Bären. Hirsch ist erlaubt. Es ist vollkommen okay. Es darf auch gern stehen bleiben. Na, immerhin jagen geht noch. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt so viel Platz noch in meinem Rucksack. Ja, passt. Kann alles eingesackt werden. Also, läuft doch bisher ganz gut. Ich habe eine Fackel. Ich habe noch nicht so viele Zombies vor meiner Nase. Ich habe nur noch 2,1 Kilometer vor mir. Da ist sonst beide Zombie da. Geh weg. Ein riesiges Gebirge, ey. Und ich darf hier drüber kraxeln. So, natürlich darf man jetzt auch immer noch ein bisschen im Blick behalten, dass wir auch unsere Ausdauer weiterhin haben. Was bei Bergen natürlich auch nochmal so eine Sache für sich ist. Das ist nicht euer Ernst. Ich muss hier nicht über das größte Gebirge ever hier, oder? Man wächst mit seinen Aufgaben, Herausforderungen. Also, bisher ist ja noch alles easy. Schauen wir mal, ob das auch so bleibt.
Und entsprechend verabschiede ich mich an dieser Stelle vorerst von unserer Nachtwanderung Teil 1. Und mal gucken, wie es ausgeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge, und seid gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, wir sehen uns. Bis dann.